wie Nichtregierungsorganisationen im Auftrag des US-Außenministeriums Unruhen in anderen Ländern schüren. Gruppen, die eigentlich den Frieden bringen sollen, bringen uns Methoden, die den Krieg bringen. Die NGOs, die beschuldigt werden, die Ukraine in den Krieg zu treiben. Ehemaliges Vorstandsmitglied von Amnesty International sagt, dass alle Menschenrechtsbewegungen infiltriert sind. Dieses Video, das in den Massenmedien gehypt wird, ist als Täuschung des Außenministeriums der USA entlarvt. Und genau das Gegenteil des Ausdrucks einer Graswurzelbewegung der Ukrainer. Tatsächlich ist es von einer Firma in Kalifornien produziert, von diesem Herrn Larry Diamond. Und er arbeitet für das US-Außenministerium und für die NGO NED, National Endowment for Democracy. Das Video wurde deshalb produziert, um mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit für eine ausländische Intervention zu bekommen. Und man versucht, die extrem gewalttätigen Aktivitäten in der Ukraine mit einem jungen Mädchen aus der Ukraine namens Julia reinzuwaschen, anstatt die Nazi-Aufrührer zu zeigen, die sich an die Macht gemordet haben. Oder aber die US-Außenamtsvorsitzende Nuland zu zeigen und ihre Aktivitäten in dem Aufstand, der lange zuvor geplant worden war. Der CNN-Reporter Anderson Cooper ist häufig derjenige, der diese Leute zu Wort kommen lässt. Welcome to the show, Paul Joseph Watson. Ja, Anderson Cooper war auch derjenige, der die Täuschungsaktion mit Coney 2012 ins Leben gerufen hat. Und die Kampagne mit Coney 2012 hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Kampagne Ich bin eine Ukrainerin. Und die Kampagne mit Coney musste er sehr schnell wieder fallen lassen, als klar wurde, dass dies eine Initiative war, um die US-Intervention in Afrika zu rechtfertigen. Und danach pushte er die syrische Danny-Affäre. Das war ein syrischer Aktivist mit dem Namen Danny, ein angeblicher Aktivist, der jede Menge YouTube-Videos produzierte, um dem Assad-Regime angebliche Gräueltaten unterzuschieben, um die Assad-Regierung völlig zu diskreditieren und eine militärische Intervention aus dem Ausland zu rechtfertigen. Und das Verrückte ist, dass die Mainstream-Medien diese Julia aus der Ukraine immer wieder interviewen und versuchen darzustellen, dass sie das Video produziert hat. Während das Video tatsächlich von einer Produktionsfirma hergestellt wurde, die direkt dem US-Außenministerium zugeordnet werden kann. Der Hauptverantwortliche für dieses Video war also ein Mann namens Larry Diamond. Und Larry Diamonds NGO, National Endowment for Democracy, finanziert mindestens ein Dutzend von ukrainischen Bewegungen, sogenannten Demokratiebewegungen, Bewegungen für wahre Demokratie und Menschenrechte. Tatsächlich wird auf einigen dieser Webseiten zur Ermordung von politischen Opponenten aufgerufen. Diese Anleitungen hier wurden verteilt von Mitgliedern von NGOs, die vom US-Außenministerium finanziert werden. Die Instruktionen stammen von Canvas, einer Organisation, die in Ägypten diese Instruktionen in arabischer Sprache verteilt hat. In der Tat wurden diese Instruktionen mit der hier abgebildeten Faust in allen Ländern verteilt, die sich gegen eine Übernahme durch die Wall Street stellen. Seit dem Ende des Kalten Krieges gehen sie tatsächlich in all diejenigen Länder, die sich gegen die globale Agenda Washingtons wehren, wie sie es nennen, um diese Länder zu destabilisieren. Wie das Foreign Policy Journal berichtet hat, zahlen die NGOs ungefähr $35 pro Tag für Protestler. Für sehr gewalttätige Proteste gehen die Summen in die Hunderte. Dieser Organisator von Protesten gab zu, wie viel ihm die NGOs gezahlt haben. Und er sprach auch über das tatsächliche Ziel. $1 Million für ein kleines Land wie Belarus oder die Ukraine. Und dann gehen wir nach Russland. Wir haben über $5 Milliarden ausgegeben, um der Ukraine bei diesen und anderen Zielen zu helfen. Friedfertig, mit viel Mut und großer Zurückhaltung. Und sie singen Hymnen und beten für den Frieden. Und indem wir die Ukraine in eine Zukunft bringen, die es verdient. Und diese Zukunft, die das Land verdient, die wurde bereits vorbereitet, bevor die Unruhen überhaupt begannen.
Jetzt sind Fotos an die Öffentlichkeit gebracht worden, die NATO-Truppen zeigen, wie sie Neonazi-Gangs trainieren. Der Junge hier trägt eine Nazi-Mütze. Ihnen wird beigebracht, wie man Terrorakte und andere subversive Aktivitäten ausführt. Sie werden darin trainiert, wie man Minen fernzündet und wie man mit Scharfschützengewehren umgeht. Und das alles, um Menschenrechte und Demokratie zu verbreiten. Nachdem sie die Macht übernommen hatten, begannen sie, Gebäude mit Hakenkreuzen zu beschmieren und Synagogen mit Slogans wie Tod den Juden zu beschmieren. Oder sogar noch schlimmere Slogans. Das Buch Die Illusionen der Ideale oder wie die US-Regierung den Begriff Menschenrechte missbraucht. In diesem Buch wird ein Treffen des US-Außenministeriums beschrieben, die Begriffe Menschenrechte und Demokratie als perfekte Tarnung für ihre Operationen wählte. Mit diesen beiden Begriffen kann man Angriffe gegen jeden rechtfertigen. Sowohl die Medien als auch Hollywood machen aus Washington ein Vorbild. Und das, obwohl die USA die größte Gefängnispopulation haben und bei Weitem die grausamsten und meisten Kriegsverbrechen begehen, einschließlich des Mordes an Millionen von Irakern. Tatsächliche oder erfundene Missstände in den Ländern, die angegriffen werden sollen, werden als Grund für einen notwendigen Regime-Change angeführt, während die viel schlimmeren Vergehen der USA als angebliche Fehler dargestellt werden. Und wie die Seite Global Research zu Recht anführt, könnte der Begriff Menschenrechte nicht fälschlicher angewendet werden. Jede Bombenkampagne der US-Regierung wird nicht nur von NGOs unterstützt, sondern es sind genau diese Organisationen, die die Unterstützung für diese Kampagnen in der Öffentlichkeit vorantreiben und möglich machen. Und sie genau sind für die betrügerischen Kampagnen verantwortlich, die die Entscheidungsträger beeinflusst, um die Menschenrechte und um menschliches Leben zu vernichten. Und zwar überall auf der Welt. Über 70 führende NGOs behaupteten, dass Gaddafi 6000 Menschen in Benghazi umbrachte. Ein Argument, das die USA benutzten, um den Angriff gegen Libyen zu starten. Nach dem Krieg, als klar wurde, dass die NATO mehr Menschen bei ihren Angriffen getötet hatte als angeblich Gaddafi bei seinem Angriff in Benghazi, gaben die NGOs zu, dass die Angaben nicht gestimmt hatten. Einer der beteiligten NGOs war Human Rights Watch. Genau die Organisation, die Obama zusicherte, mit seinen Rendition-Flügen fortzufahren, die Praxis, bei der Häftlinge in Drittländer ausgeflogen wurden, wo ihnen sämtliche Rechte entzogen wurden. Die Gruppe behauptete, die UN hätte die syrische Regierung für den Chemiewaffenangriff in Ghouta verantwortlich gemacht, obwohl es in diesem UN-Mandat nicht darum ging, jemanden verantwortlich zu machen. Außerdem beschwerte sich die Organisation darüber, dass die USA Damaskus nicht bombardiert hätte, auf der Grundlage der Behauptung, dass Damaskus keine Gerechtigkeit habe walten lassen. Daniel McAdams vom Ron Paul Institute sagt, dass Gerechtigkeit für Human Rights Watch bedeutet, viel mehr Menschen zu töten, als bei dem tatsächlichen Angriff umgekommen sein sollen. Daniel, es ist gut, mit Ihnen zu sprechen. Was meinen Sie, warum tun Menschenrechtsorganisationen so etwas? Also, Human Rights Watch ist so eine Pseudo-Nachrichtendienstorganisation. Oft haben sie zuerst Mitarbeiter dort vor Ort und können die Medienberichterstattung dadurch dominieren. Und sie können die Angaben über Opferzahlen erhöhen oder minimieren, je nachdem, was die Position der US-Außenpolitik ist. Diese Menschenrechtsorganisation, die den Report über die Luftangriffe Gaddafis auf die Bevölkerung, bei der 6000 Menschen ums Leben gekommen seien, verbreitet hat, das wurde dann immer und immer wiederholt. Es gab einen sehr guten französischen Filmemacher, Julien Taille. Er machte dann einen Film und interviewte die Person, die für diesen Report verantwortlich war, einen Libyer, und er fragte ihn, gibt es irgendwelche Beweise für ihre Behauptungen? Und der Libyer schaute ihn nur an und sagte, es gibt keine Beweise. Es gibt keinen Beweis, was soll ich Ihnen sagen? Es gibt keinen. Und was eigentlich einer der größten Menschenrechtsskandale sein sollte, ist die Tatsache, dass diejenige Person, die diese Täuschung vor die UN brachte und den Angriff auslöste, den Angriff auf Libyen nämlich, tatsächlich mit dem Vorsitz der Organisation Amnesty USA belohnt wurde. Und Susan Nossel machte dann prompt eine der großen Amnesty-Kampagnen zu einer Zelebration der Bombenkampagne gegen Afghanistan. Unter dem Slogan NATO macht den Fortschritt möglich. 12 Jahre Krieg in Afghanistan waren ein Desaster und die UN sagt, dass sogar Männer und Frauen sich nicht mehr selbst ernähren können.
Wir sprechen jetzt mit dem politischen Aktivisten Eric Drazer. Eric, was passiert hier? Wenn man die Kriege der USA verstehen will, muss man sehen, dass Amnesty International ein Teil der Kriegspropagandamaschine ist. Wenn wir uns die Kampagne von Amnesty International in Bezug auf Afghanistan ansehen, was stellen Sie hier ganz zentral in den Vordergrund? Frauenrechte. Und indem Sie das machen, verkaufen Sie uns den Krieg. Und Sie verkaufen der US-Bevölkerung die fortgesetzte Besetzung Afghanistans. Sie benutzen die Gesichter junger afghanischer Frauen, um etwas zu verkaufen, was tatsächlich ein nackter imperialistischer Krieg gegen Afghanistan ist. Und das ist die traurige Wahrheit dessen, was Amnesty International tut. Amnesty International und die anderen NGOs sind ein Fortsatz der US-amerikanischen Außenpolitik. Und ein Fortsatz des dahinterstehenden Finanzkapitals. Der US-Kongress autorisierte den ersten Golfkrieg nur mit 5 Stimmen Mehrheit. 4 der Abgeordneten, die den Krieg autorisierten, sagten später, dass sie es nur getan hätten wegen einem Report von Amnesty International, der kurz zuvor bekannt geworden war. Der Report hatte behauptet, dass irakische Soldaten Babys aus Brutkästen gerissen hätten. Nachdem der Kongress dem Krieg zugestimmt hatte, gab Amnesty zu, dass es sich um eine Lüge gehandelt hatte. Die daraus resultierende Invasion war ein unglaubliches Massaker, dem Hunderttausende Zivilisten und Soldaten zum Opfer fielen. Einschließlich eines 4-stündigen Abschlachtens von Tausenden von fliehenden Zivilisten. Ein US-Pilot gab später zu, es sei gewesen, als ob man Fische in einem Aquarium erschießen würde. Amnesty-Vorstandsmitglied Francis Boyle trat zurück, weil er auf eine Mauer des Schweigens stieß, wenn es um Kriegsverbrechen Großbritanniens, der USA oder Israels ging. Francis Boyle, gut mit Ihnen zu sprechen. Können Sie uns sagen, wie es in dieser Organisation aussieht? Ich war einer derjenigen, der versucht hat, den Report über die toten Babys durch die irakischen Soldaten zu verhindern, der tatsächlich so kriegstreiberisch war, aber ich konnte nichts erreichen. Tatsächlich arbeitet Amnesty International wie ein Anhang des Außenministeriums. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das versucht sich als der Hohepriester der Menschenrechte darzustellen, der Ex-CIA-Agent Ralph McGee, er sagt, dass sie vom CIA infiltriert sind. Ich würde sie Menschenrechtsguerilla nennen. Als sie im Südsudan gegen die Regierung des Sudan arbeiteten, sendete ich ihnen eine Demarche, aber sie antworteten niemals darauf. Was Médecins Sans Frontières angeht, Ärzte ohne Grenzen, derselbe Ex-CIA-Agent sagt, dass sie vom französischen Geheimdienst unterwandert sind. Deswegen ist es, glaube ich, fair zu sagen, dass das für alle diese Organisationen zutrifft. Was können Nationalstaaten denn dann tun, wenn sie von diesen Organisationen ins Visier genommen werden? Man sollte sie ausweisen, denn tatsächlich sind sie ein Arm der US-Regierung. Und das Republican Institute, das auch eine Organisation der Republikanischen Partei ist, sollte ebenfalls ausgewiesen werden. Denn man darf Agenten einer anderen Regierung natürlich nicht erlauben, Staatsstreiche und ähnliche Sachen vorzubereiten und zu unterstützen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die USAID, die sollten auch ausgewiesen werden. Hier in den USA würde so etwas nie geduldet werden, es sei denn, es würde die AIPAC, die Israel-Lobby, betreffen. Das US-Außenministerium hatte zuerst die Idee mit diesen NGOs in den 80er Jahren. Der Historiker James Peck sagt, dass sie damals nur zahnlose Kritik übten und deswegen machten sie den Eindruck, als ob sie fair seien. Heute haben sie jeden Sinn für Ausgewogenheit verloren. Sie feuern Neonazis in der Ukraine an oder fabrizieren einfach irgendwelche Lügen und falsche Provokationen gegen Ziele der US-Außenpolitik. Und wenn man die Geschichte als Leitfaden sieht, dann werden die NGOs alles tun, um die Ukraine in einen internationalen Krieg zu ziehen. Wenn die Organisationen, die eigentlich Konflikte verhindern sollen, die Konflikte anfeuern, dann ist die Welt an einem gefährlichen Zeitpunkt angekommen.